Ich bin Sebbel und heute bauen wir aus dem Set 40567, dem Waldversteck, diese kleine Schmiede für die Waldleute. Vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, das Ganze verfügt natürlich auch über einen Mechanismus, der den Hammer bewegt, wenn man das Wasserrad dreht. Der Amboss, auf dem hier gearbeitet wird, ist überdacht, wobei das Dach mit Pflanzen bewachsen ist. Bevor wir uns noch den Rest anschauen, müssen wir erstmal den wartenden Kunden abfertigen. Um sein Schwert fertigzustellen, sind nur noch ein paar Hammerschläge nötig. Wie ihr seht, ist dieser Mechanismus sehr leichtgängig und funktioniert ohne Probleme. Der Schmiedin konnte ich sogar eine Zange geben, um das heiße Schwert halten zu können. Erhitzen kann die Dame das Schwert in diesem Ofen mit hohem Schornstein. Auch ein Wasserfass zum Härten steht bereit. Unter dem Baum auf der rechten Seite sehen wir fertige Waffen, die zum Verkauf ausgestellt werden. Dank den im Spenderset enthaltenen Goldmünzen kann hier richtig Handel betrieben werden. Ich finde, dass diese kleine Schmiede ein sehr stimmiges Gesamtbild abgibt. Wir haben hier alles, was es für den Schmiedebetrieb braucht und darüber hinaus eine sehr romantische Szenerie im Wald. Die Rückseite des Modells muss ich auch nicht verstecken. Hier wachsen ein paar Ranken die Wand hoch und eine Leiter kann dazu genutzt werden, um aufs Dach zu gelangen. Dort sieht man auch das Versteck, in dem die Schmiedin ihr Gold aufbewahrt. Das Modell ist auch relativ stabil, man muss allerdings trotzdem etwas vorsichtig damit umgehen. Wenn ihr an der Schritt-für-Schritt-Bauanleitung für dieses Modell interessiert seid, findet ihr diese auf rebrickable.com. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. In jedem Fall hoffe ich, ihr hattet so viel Freude wie ich an dem Modell. Habt eine gute Zeit. Bis dann, euer Sebbel.